Ein Porsche auf einer Leitplanke. Ein Unfall, durch den ein tödliches Verbrechen beinahe unentdeckt geblieben wäre. Der Fall der Polizei Stuttgart hat in den 1980er Jahren für großes Aufsehen gesorgt. Michael Kühner ist Kurator des Stuttgarter Polizeimuseums. Der langjährige Mordermittler erinnert sich noch genau an dieses Verbrechen und an die Ermittlungen. Der Fall des Ballettlehrers Reinhold R. ist in der Kriminalgeschichte der Stuttgarter Mordkommission ein herausragender Fall. Er begann als Verkehrsunfall und endete in einem brutalen Mordfall. Es ist die Nacht zum 8. Juli 1980. Ein grüner Porsche fährt kurz nach Mitternacht in Richtung Stuttgart-Bottnang, der Ortsteil, in dem der Besitzer des Wagens lebt. Gegen 0.40 Uhr kommt es zu einem schweren Verkehrsunfall. Dieser Unfall ereignete sich hier am sogenannten Wildpark-Dreieck. Ein Zeuge, der nachts vorbeifuhr, erkannte den Porsche, der auf der Leitplanke hing, ging hin und erkannte den Fahrer, der noch lebte. Er verständigte sofort Rettungsdienste und Polizei. Reinhold R. wird gerettet und kommt schnell ins Krankenhaus. Doch dort erliegt der 47-jährige Ballettlehrer seinen schweren Verletzungen. Die Ärzte gehen zunächst von einem Unfall aus. Doch die anwesenden Polizisten werden misstrauisch. Als sie den Toten in Augenschein nahmen, stellten sie ein kleines, kreisrundes Loch an seiner Schläfe, an der rechten Schläfe fest. Und sie gingen dann zu der Ärztin und sagten, könnte das nicht auch ein Schusswaffeneinschlag sein? Und daraufhin wurde eine Röntgenaufnahme gemacht. Der helle Fleck da, das ist kein Filmfehler. Nein, das ist ein Stück Metall. Der Mann hat eine Kugel im Kopf. Entdeckt wird die Kugel nur, weil die Ärzte während der OP das Toupet des Mannes abnehmen müssen. Reinhold R. wurde aus nächster Nähe erschossen. Doch wie kam es zu dem vermeintlichen Unfall? Geschah er vor dem Mord oder wurde der Mann erst anschließend erschossen? Und stand die Beifahrertür offen, weil der Täter nach dem Unfall geflohen ist? Die Kripo-Beamten stellen die Situation aus dieser Nacht nach. Um 12:30 wurde hier an der Bushaltestelle ein Anhalter gesehen. Das ist ungefähr 500 Meter von der Unfallstelle entfernt. 10 Minuten später hat der Taxifahrer den Porsche stehen sehen, direkt gegenüber der Bushaltestelle. Den Anhalter hat er nicht mehr gesehen. Ob jemand im Porsche gesessen hat, das hat er nicht erkennen können. Ja, und dann war, wie gesagt, um 0.40 Uhr der Unfall. Was könnte das Motiv für den offenbar als Unfall getarnten Mord sein? Die Ermittler nehmen das Leben von Reinhold R. genau unter die Lupe. Reinhold R. war ein Ballettlehrer, er war früher am Theater. Er arbeitete als freier Tanzlehrer, machte Aufführungen, mietete Stadthallen an, lebte aber ansonsten sehr bescheiden. Er hatte ein möbliertes Zimmer, sein einziger Luxus war sein knallgrüner Porsche, der eigentlich über seine Verhältnisse ging und für ihn sehr schwer zu finanzieren war. Der Stuttgarter Polizei gelingt es schließlich, ein recht genaues Bild vom letzten Abend im Leben von Reinhold R. zu bekommen. Am Montag, den 7. Juli, besucht der Tanzlehrer die Diskothek Tao in der Stuttgarter Rotebühlstraße. Reinhold R. ist dort Stammgast. Im Gegensatz zu zwei Männern aus dem Rockermilieu, mit denen er dort gemeinsam gesehen wird. Reinhold R. war in dieser Bar bekannt, er verkehrte dort des Öfteren. Er hatte auch dort schon Bekanntschaften gemacht, er war homosexuell. Aber diese zwei Personen in diesem Rockerumfeld passten eigentlich nicht zu den Bekanntschaften, die er sonst üblicherweise suchte. Gegen Mitternacht ist der Platz von Reinhold R. in der Disco dann leer. 40 Minuten später geschieht der Unfall. Saß einer der beiden Männer aus der Diskothek neben Reinhold R. auf dem Beifahrersitz? Laut einem Gutachten steht zumindest fest, die Beifahrertür ist nicht durch den Unfall aufgesprungen, sondern wurde von Hand geöffnet. Außerdem hat ein Zeuge aus der Tatnacht berichtet, wie sich ein junger Mann zu Fuß von der Unfallstelle entfernte. Die Polizei stellt eine Vermutung zum Tatablauf auf. Nehmen wir mal an, der Mietfahrer verlangt zum Beispiel Geld oder das Auto. Aber der Mann achtet nicht darauf, dass der erste Gang eingelegt ist. Aber in einer Reflexbewegung tritt der angeschossene Mann ins Gas.
Aber wer war der Täter? Die Polizei versucht nun, in den Rockerclubs der Stadt die beiden Männer aus der Disco ausfindig zu machen. Bei diesen Umfeldermittlungen im Rockermilieu stieß man auf einen Joachim F., der angeblich zur Tatzeit in dieser Bar gewesen sein soll. Und er hatte aber ein Alibi. Er war angeblich in einer Kino-Nachtvorstellung. Und dieses Alibi wurde auch von zwei Zeugen bestätigt, sodass man mit dieser Spur zum damaligen Zeitpunkt nicht weiterkam. Fest steht, bei der Tatwaffe handelt es sich um einen Revolver der Marken Reck oder Röhm. Und bei Untersuchungen am Tatort hat die Polizei einen Schlüsselbund gefunden. Gehört er dem Mörder? Um neue Zeugen zu finden, wendet sich die Stuttgarter Polizei an das ZDF. Am 23. Januar 1981 stellt Eduard Zimmermann den Fall in der Fahndungssendung Aktenzeichen XY ungelöst vor. Unser erster heutiger Fall berührt ein heißes Eisen der Kriminalistik, das sogenannte Dunkelfeld bei den Tötungsdelikten. Gemeint sind damit zum Beispiel Fälle, in denen irrtümlich eine natürliche Todesursache angenommen wird, während in Wirklichkeit ein Verbrechen vorliegt. Die Zuschauerresonanz auf die Ausstrahlung war sehr hoch. Wir hatten auch sehr viele Hinweise. Aber letztendlich gab es nur ganz konkrete Hinweise auf den Schlüsselbund, der gefunden wurde am Tatort. Aber eine heiße Spur war nicht darunter. Es dauert Jahre, bis die Polizei endlich wieder Hoffnung schöpfen kann, den Mordfall klären zu können. 1985 wurde ein Verfahren gegen die Hells Angels hier in Stuttgart betrieben. Im Umfeld dieser Ermittlungen kam ein Zeuge auf die Stuttgarter Polizei zu und gab an, er wisse, wer Reinhold R. damals 1980 in diesem Porsche erschossen hatte. Bei der Polizei beschuldigt der Zeuge Joachim F. den Mann, der schon Jahre zuvor in Verdacht geraten ist, aber ein Alibi hatte. Der Zeuge gab an, dass Joachim F. infolge eines Streites bei einem Rauschgiftgeschäft den Reinhold R. erschossen hat. An dem Montagmittag, also kurz bevor er ermordet wurde. Beweise kann der Zeuge jedoch nicht vorlegen. Es folgen weitere umfangreiche Ermittlungen der Polizei im Mordfall Reinhold R. Am Ende halten es die Behörden für recht wahrscheinlich, dass Joachim F. tatsächlich der Mann ist, der Reinhold R. in der Nacht zum 8. Juli 1980 erschossen hat. 1988 kommt es am Stuttgarter Landgericht zum Indizienprozess gegen Joachim F. Er wird wegen Mordes angeklagt. Joachim F. Verwies diese Aussagen des Zeugen in das Reich der Fabel. Hinzu kam, und jetzt kommt das Erschwerende, dass kurz vor der Verhandlung unser Zeuge sozusagen umfiel, seine Aussage zurückzog und auch während der Gerichtsverhandlung vor dem Landgericht von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht hat. Staatsanwaltschaft und Polizei ahnen jetzt, dass die Beweise so nicht ausreichen. Sie brauchen die Tatwaffe, mit der der Ballettlehrer umgebracht wurde. Fieberhaft wurde nach dieser Waffe gefahndet und mitten in die Verhandlung brachte ein Kriminalbeamter diese Waffe und die Verhandlung wurde wiederum unterbrochen. Allerdings stellte sich dann heraus bei einer Untersuchung, kriminaltechnischen Untersuchung, dass diese Waffe nicht die Tatwaffe sein konnte und damit war der Freispruch des Joachim F. besiegelt. Und nicht nur das. Der Mord an Reinhold R. ist bis heute ungesühnt. Auch die Frage, ob sein Porsche nach dem Mord absichtlich oder aus Versehen gegen die Leitplanke fuhr, ist nicht eindeutig geklärt. Trotz allem, der langjährige Mordermittler Michael Kühner hofft, dass das Verbrechen am Wildparkdreieck eines Tages doch noch aufgeklärt werden kann.